Herr Vorsitzender. Nee, ich bin nicht der Vorsitzende. Da sind die Ah, alles klar, gut. Aber wir hatten erwartet, dass du mit dem Fahrrad kommst. Wir wollten dich ja filmen extra. Was? Ja, tut mir leid, aber wir müssen die Fahrräder abgeben. Mein Fahrrad war nämlich ausgeliehen hier vor Ort. Und deswegen musste ich das Fahrrad abgeben. Deswegen bin ich hochgelaufen. Das Auto hat mich kurz vor der Einfahrt aufgesammelt. Natürlich im Winter. Ja, alles, was mit Skispielen zu tun hat, ist normalerweise meins. Ja, und deswegen kann ich das absolut gut nachvollziehen, wenn man hier sich so leidenschaftlich dafür auch engagiert. Und wir sind jetzt natürlich erstmal auf Wanderschaft durch Brandenburg. Wir werden mal sehen, was am 1.9. rauskommt. Aber die Zusage habe ich heute Morgen schon von meinem Bürgermeister gegeben, dass wir Partner sind und bleiben für die Anlage. Und natürlich habe ich drin schon das Modell gesehen, ja, und war direkt begeistert. Nee, wirklich jetzt mal ohne wirklich, weil ich einfach auch glaube, das sind so Punkte, das sind so Highlights immer in einer Region anzubieten, aber anzubieten, dass wir ein bisschen mal rumspinnen nach dem 1.9. und mal uns hinsetzen und mal in aller Ruhe überlegen, was kann man in den nächsten Jahren machen. Das biete ich auf jeden Fall schon mal an. Das Kamera hier außen, 20 Millionen ist jetzt auch nicht für ein Land wie Brandenburg irgendwie ein unmachbares Thema. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten heute einen richtig tollen Tag. Deswegen nochmal herzlichen Dank auch Laura und Christi, dass ihr uns dann natürlich auch diesen Tag bereitet habt. Wir waren ja vorher noch bei Herrn Petermann auf dem Bauernhof. Da waren wir jetzt noch unterwegs. Auf dem Ziegenhof waren wir auch noch gewesen. Und wir waren auch im Fontanehaus. Also wir haben wirklich einen tollen Eindruck bekommen, noch ein paar andere Sachen zwischendurch auch noch erlebt. Und deswegen herzlichen Dank. Weil wir auch das Team heute richtig schön herausgefordert haben. Ja, heute haben nochmal alle alles geben dürfen. Und nur als Hinweis, am 1. September sind ja Landtagswahlen, deswegen machen wir auch diese Tour. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir hier auch vor Ort natürlich sehr engagierte Ehrenamtler haben in der CDU, aber auch engagierte Hauptamtler haben, die vor Ort hier den guten Job machen. Und ich sag's mal auch wirklich, lasst uns mal wirklich nach der Landtagswahl mal hinsetzen, ein bisschen rumphilosophieren, ein bisschen mal rumspielen über ein Ziel. Weil ich habe ja heute auch bei dem Gespräch hier vor Ort drin gesehen, wie das Modell aussehen könnte für die Zukunft hier in Bad Freienwalde, wenn es um Wintersport geht. Und ich bin ein Freund davon, von Sport natürlich, von ein bisschen auch mal Ziele in die Zukunft abstecken. Und vielleicht gelingt es wirklich einmal dann in den nächsten Jahren, hier den nächsten großen Schritt zu gehen. Und ich finde, dass da auch das Land mal sich entsprechend engagieren kann. Und die Region hat es auf jeden Fall verdient. Wir haben halt wirklich einen tollen Eindruck bekommen. Das ist so eine schöne Region in Brandenburg. Und deswegen wirklich herzlichen Dank dafür. Und wir haben uns auch diesen Tag heute ausgesucht für unsere Halbzeit. Gerade schon alles Wichtige gesagt. Wir arbeiten an der Wintersportzukunft Bad Freienwalde. Das ist richtig. Machen wir wie ganz viele. Ja, hoffentlich. Ja. Genau. Weil der Erfolg gibt uns recht. Guten Appetit. Dankeschön. Ja, haben Sie ja bestimmt alle schon gesagt. Ja, ja. Genau. Die besten Kinder in der Altersklasse ist nur 13.